Geh mal weiter beim Landesverband Bayern, bald zum nächsten Delegierten. Ganz vorne. Eine Frage. Landesverband Bayern. Ich habe gerade mit einem Kollegen, Ihrer Kollegen gefragt. Er wirkt etwas zerstritten und nicht sehr einig, dieser Landesverband Bayern. Stimmt dieser Eindruck? Der Landesverband Bayern scheint nicht sehr einig, wenn nicht gar zerstritten zu sein. Stimmt dieser Eindruck? Nein. Der Landesverband ist sich überwiegend einigen. Wenn es um Personalfragen geht, gibt es selbstverständlich immer Egos, die für sich kämpfen und einen Wettbewerb machen. Aber das ist ja legitim. Genau. Sie haben ja keinen gemeinsamen Spitzenkandidaten finden können. Und der Landesschatzmeister ist zurückgetreten wegen Zechprellerei, in Anführungsstrichen, hat er gesagt. Das scheint ja so zu sein, ob die Stimmung nicht so ganz doll wäre. Also der Schatzmeister zunächst einmal dazu ist zu sagen, der wirkliche Grund, warum er zurückgetreten ist, ist sein Konto aufgetaucht, von dem er nicht wusste. So wurde es uns jedenfalls auf dem Landesparteitag in der Nürnberger Meistersingerhalle gesagt. Und das glaube ich auch, da ist ein Konto vom Uraltschatzmeister noch aufgetaucht. Und das fand er jetzt schon sehr seltsam. Und das war wohl der Hauptgrund. Von Zechpellereien weiß ich nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber die andere Situation, die Sie sagten, Spitzenkandidat, wir haben das ja ganz bewusst gemacht. Ich meine, die meisten Menschen wissen es nicht. Wir haben 7 Landtagswahlen, nicht eine in Bayern, weil wir ja Landtagswahlen unterschiedlich in den Regierungsbezirken haben. Und verkaufen Sie mal einen oberbayerischen Spitzenkandidaten, meinetwegen nach Franken oder einen unterfränkischen nach Niederbayern. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben, das muss man ganz offen und ehrlich auch sagen, wir haben eben keine Celebrity, wie man heute sagt, keine Persönlichkeit, die weit bekannt ist über ihren eigenen Wirkungskreis hinaus. Sonst hätten wir sicherlich einen Spitzenkandidaten benannt. Das, nach dem Argument könnte man in Nordrhein-Westfalen ja einem Rheinländer nicht einen Westfalen als Spitzenkandidaten zumuten. Das wäre genau dasselbe Argument. Es geht nicht ums Zumuten, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass die Kandidaten, die in Oberbayern antreten und die Kandidaten, die in Niederbayern antreten, andere Agenten verfolgen und dort auch andere Unterstützerkreise natürlich haben. Und es ist doch wunderbar, wenn jetzt jeder Regierungsbezirk auch für sich seinen internen Wahlkampf macht. Insgesamt sind wir die Partei, die nach außen wirkt und die wir hier in Bayern dafür Sorge tragen werden, dass die CSU, die Zeiten der Alleinregentschaft der CSU vorbei sind. Vielen Dank für das Statement und ich gebe zurück zu Alexander Keller am Set.